Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dreamfall Chapters, The Longest Journey. Ich bin Dennis oder Kessel-Valpy und wir sind in einer anderen Dimension als Zoe. Ich nehme an, wir sind bei Kieren. Aber sicher bin ich mir da nicht. Übrigens, eine Sache, die ich mich frage, ist, warum zur Hölle hat sie plötzlich diese Klamotten an? Die sehen ja nun nicht genauso aus wie die, in der wir vorher waren. Aber na gut. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Wer ist Benrin? Okay, Zoe. Anscheinend weißt du plötzlich wieder mehr als Es ich. ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Okay. Überall liegt Staub. Benrime. Das Gasthaus Oder muss schon seit einer Benrim. Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich Ein zum ersten Mal Ofen hier oder war. ein Wandschrank? Ach Zoe, warum erzählst du mir denn nicht über das erste Mal, als du hier warst? Das würde tatsächlich helfen. Überall liegt Na Staub. gut. Das Gasthaus. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der einzige Weg hier raus. Sofern ich unterwegs nicht irgendwie die Kraft des Fliegens erlangt habe. Stimmt. Und das habe ich nicht. Oh, haben wir es wirklich nicht? Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort Ha. kümmern. Ich meine, das ist ein richtiges Loch im Dach. Der Himmel sieht aber ganz hübsch aus. Na gut, dann müssen wir wohl durch die Tür. Das klappt jetzt bestimmt auch auf Anhieb. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Ohne eine Klinke wird's schlecht, aber wir haben ja hier theoretisch noch andere Türen. Die gehen nicht, die wollen nicht. Vielleicht irgendwas hier hinter? Ich frage mich auch gerade, wenn die Tür und die Tür führen die zum gleichen Raum? Und wir müssen ja auch nicht unbedingt fliegen können. Wir könnten ja auch Sachen aufeinander stapeln. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Oh Gott, das ist wieder. Wartet mal, wir haben doch bestimmt. Na, okay. Wir haben leider nichts im Inventar. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Wenigstens regnet es nicht. Das Es stimmt. sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort kümmern. Ich meine, das ist ein richtiges Loch im Dach. Können wir uns vielleicht hier Es ist durchzwängen? so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen Nein. kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. So, jetzt ist die Frage, was zur Hölle soll ich denn jetzt nehmen? Was will das Spiel von mir? Krähe? Oh. Ah! Treffer. Was ist denn Plötzlich los? sind wir auf der Du anderen hast mich Seite. erschreckt. Du hast mich erschreckt. Mich hast du Was auch machst du hier? erschreckt. Wie hast du mich gefunden? Hab ich nicht. Ich meine, okay, hab ich. Du stehst ja da. Also hab ich dich technisch gesehen gefunden. Aber ich hab dich nicht gesucht. Das ist mein Nest. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Naja, ein Teildach. Ein Dach, das mal eins war. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine, war's mal. Früher. Jetzt ist es eine Ruine. Das Journeyman? Natürlich. Was ist mit der Wirtin? Benrim. Sie war nett zu mir. Tot und begraben, wie alle anderen, nehme ich an. Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Als ich dich das letzte Mal sah, machte es Puff, weg warst du. Die Warum lebt Einzelheiten er dann sind immer noch? noch etwas verschwommen. An vieles vom letzten Jahr kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Zadir war. Bin eben erst nach Markuria zurückgekommen. Oha. Daher auch, naja, diese Absteige. Sadir? Heimat Volltreffer. der Asadi. Diese gepanzerten Leutchen mit aufregender Gesichtsbehaarung und einer schrecklichen Allergie gegen Magie. Ich erinnere mich an die Asadi.
Wenn du ein sprechender Vogel bist an einem Ort, wo man die Jagd auf Magische als Sport betreibt, Mann, ich kann dir sagen, ich bin... Später vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Welcher Weg würde denn da helfen? Erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal, wieso kennst du meinen Traum? Wir träumen alle. Dringst du jetzt zusammen. Schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott, der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert. Aber es war sowas Ähnliches wie... Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst... und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging es um, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Mich vielleicht. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum, wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Das stimmt natürlich, weil so er das wissen. Das ist alles. Es war wie eine große weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war... Der Nordpol? Das glaube ich kaum. Ich glaube eher eine andere Dimension. Der Südpol? Könnte schon eher stimmen. Naxos erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nö, nie von gehört. Aber die Purpurberge, die sollten doch leicht zu finden sein. Von der Farbe her, ne? Oh. Du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon. Purpurberge? Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ergibt Sinn. Nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt. Mir geht's alleine ganz prima. Ach komm. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Abnaxus hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. Stimmt. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Stimmt. Also mache ich mich mal auf den Weg in die Purpurberge. Auf in die Purpurberge. Ist das übrigens hier ein hohes Gebäude, was da neben uns ist? Krähe muss aus einem Grund hier sein. Oder ich bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Das ist ein Fels, oder? Das kann oder? Nicht nur Zufall sein. Das ist eine Mauer. Er ist in mein Traumvisionsdings geplatzt. Das bedeutet doch etwas. Ja, irgendwas muss es bedeuten. Warte, wie komme ich hier raus? Hast du Flügel? Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wenn nicht, keine Ahnung. Verstehe. Könntest du irgendwas machen? Anscheinend wissen wir noch nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Ist die Klinke denn inzwischen da? Ich denke, hier ist nicht so magisch, ne? Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Auf der Seite vielleicht irgendwas? Etwas Gutes. Nope. Nichts zu erkennen. Ich schätze, ich brauche Krähes Hilfe, um zu schaffen, was ich auch immer hier tun muss. Ja. Er ist mein offiziell zugewiesener Sidekick. Nach dem, was ich aus Legenden und Märchen weiß, muss jeder Abenteurer einen haben. Yep. Das ergibt total viel Sinn. Zoe kennt sich mit Abenteuern aus. Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Ach, ein metallener Gegenstand, den wir nicht direkt anklicken können. Gut, Krähe, dann habe ich was für dich. Hey, Krähe, kannst du dir mal das Metalldings da oben anschauen?
Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit ich hier ungestört... Ach komm schon, Krähe. Oh, verstehe. Im Ernst? Die junge Dame hatte einmal Türgriff bestellt. Kommt sofort. Das ist die komischste Fluganimation, die ich je gesehen habe. Kannst gleich... Guckt euch das an, das sieht ein bisschen sehr komisch aus. Viel zu langsam. Sehr freundlich übrigens. Sehr freundlich. Warum wohnst du hier, Krähe? Auch eine gute Frage. Wo soll ich denn sonst hin? Ich bin ein Vogel, der zwischen den Nestern schwebt. Ich weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussieht. Im Prinzip bin ich heimatlos. Ach, schau mich nicht so an. Nicht so abschätzig. Ich schaue nicht abschätzig. Ich bin auch heimatlos. Deswegen muss ich das ja tun. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen. Was in Ordnung bringen? Das ist eine gute Frage. Die Realität, die Träume, die Welt, mein Leben, irgendwas, alles Mögliche, alles. Ich weiß es nicht. Was immer ich tun muss, um einfach wieder ich selbst zu sein. Das kann ich alles total nachvollziehen. Whatever it takes sozusagen. Noch was? Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Ja. Tatsächlich habe ich das. Unglaublich, nicht wahr? Es muss abgefallen sein und Krähe hat es aufgelesen, weil es glänzt. Ich weiß nicht, der ist ein Vogel, die sind unergründlich. Und er hat doch gesagt, weil er nicht gestört werden will, hat er das gemacht. Naja, auf nach Makuria, da sind wir ja anscheinend. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich auf Kieren treffen. Höchstwahrscheinlich. Gespannt bin ich auf jeden Fall schon. Na komm. Es lädt. Was lädt es? Makuria? Oder sind wir bei Kieren? Nein, wir sind in Makuria, aber als Zoe. Journeyman. Oder direkt davor jetzt. Und das ist das Erntefest. Oder? Hieß es Erntefest? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also sind wir tatsächlich direkt danach angekommen. Und da ist Krähe. Du wolltest da bleiben. In diesem gottverlassenen Taubennest? Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer. Ach, jetzt plötzlich Eine ist er abenteuerlustig. Spaß gemacht, aber jetzt will ich wieder was erleben. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald kampieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Absolut. Ich würde sagen, Letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon. Verständlich, Krähe. Verständlich. Mit Krähe bei mir fühle ich mich besser, auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Nicht, dass ich behaupten wollte, er sei nutzlos. Das stimmt natürlich. Er ist nicht wirklich nutzlos. Er ist ganz hilfreich, so, um ehrlich zu sein. Journeyman ist geschlossen. Alle Gäste und Well-Wishers, also Glückwünsche. Also alle, die den Journeyman begünstigt haben, sind willkommen beim Rooster und Kitten. Das heißt, ihm gehörte das Teil mal? Oder ist es die Konkurrenz? Ich bin mir nicht sicher. Gibt es einen Plan oder flattern wir einfach so ins Blaue? Kommt drauf an. Blaulieder, ne? Gibt es die Rebellen noch? Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar Flüche zu vernehmen und danach wurde lautstark gefordert, es sollten Kehlen aufgeschlitzt werden und Köpfe rollen. Dann wäre das unser Plan. Finden wir die Rebellen. Okay.
Guter Plan. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Aber die Umsetzung ist schwierig. Ich bin erst 1-2 Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Also, nein, keine Ahnung. Toll. Warte mal, Nisten? War das nicht etwas, das nur... Stopp! Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und reden wir nie wieder darüber, Was ist das? Das Journey ist geschlossen, okay. Doch Gäste und Gratulanten sind in Rooster und Kitten herzlich willkommen. Auf der Airede-Allee in der Nähe des Südtors. Ah, hier ist ein Bild von Rooster und Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein.